Hallo und willkommen zurück zu unserem Dead Space 3 Koop-Projekt. An meiner Seite haben wir Mucke. Ja, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf, auch wenn ich mal wieder im Shooter aufgestorben bin, aber hoffe, ich konnte dich einigermaßen unterstützen hier. Ja, na hallo. Wir haben mal kurz zusammengefasst, Mucke ist bereits 10-mal gestorben, ich 5-mal. Ja, aber was viel wichtiger ist, was wir beim letzten Mal gesehen haben, konntest du dich da von dem Schock erholen, dass deine Frau einen anderen geknutscht hat? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Nicht wirklich. Ich habe einen Plasmakern gefunden. Ich habe hier auch gerade einiges gefunden irgendwie. Und hier ist auf jeden Fall eine Werkebank. Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, wir müssen jetzt wieder zurück. Sind wir von da gekommen? Keine Ahnung. So, warte. Wir müssen hier durch das Tor da. Genau da, wo die... Da. Ja. Ja, dann machen wir das doch. Wir haben unglaubliche 4 Kapitel gleich bei der ersten Aufnahme geschafft. Darüber bin ich dann doch erstaunt. Du darfst gerne diesmal den Fahrstuhl betätigen. Danke. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke, danke. Okay, es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel... Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Ehrlich? Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder echt? Findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also... Ich höre schon was. Hörst du das auch? Ja, ich habe es auch gehört. Was ich auch gehört habe, Bro, ohne dich ist alles aufgespießt. Oh oh. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Ich gehe mal in die Ecke. Wie duckt man sich hier nochmal? Geht das? Der Kampfrolle! Ich glaube, der war auf X, glaube ich. Ja, auf X. So. Oh. Scheiße. Was ist ja hier los? Was ist das? Sind wir hier in so einer Art Bosskampf gelandet? Das sieht so aus, ne? Ich hab das mal kaputt geschossen. Ja, das ist schon mal gut. Aber das hört sich... Oh, du darfst nicht nach links. Pass mal auf, links fällst du runter, hab ich gerade gesehen. Oh, guck, Gott sei Dank wollte ich schon nach links. Ja, aber man hat uns gerade zu verschlicken gegeben, Bro. Ohne dich geht nichts. Ja, das wissen wir, ne? Ja, ja klar. Ja, ich hoffe einfach mal, dass ich Leute ein bisschen besser klarkomme als letztes Mal. Wie man gesehen hat, war ich ja echt sehr überfordert. Ich komme hier nicht durch. Geh mal weg da. Du hast auch ja, dicken mach Arsch du heute. Mal. Du hast ja heute. Ey. Lass mich durch! Was du gerade sagen jetzt hier? Kommst auch nicht durch. Wir haben beide einen fetten Arsch. Ich versuche mal das... Ah, genau. Ich mach das mal noch runter. Oder zieh du das mal runter und ich drehe das dann irgendwie. Boah, muss ich nochmal für den Knopf drücken, Alter? Ich hab da voll vergessen. F. Anvisieren und dann mit F. Aber wo haben wir den F? Da. Genau. Und jetzt drehe ich das mal kurz. Na? Ah! Okay. Oh! Alter! Was ist denn das für ein Vieh? Das könnte vielleicht meine Mutter sein. Wo bist du überhaupt? Ach, ich hab mich versteckt, ich hatte Angst. Ja! Ich hab mich versteckt. So, ich glaube, das dürfen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Ich glaube auch. Also ich, ah ja, hier geht's schon wieder weiter. Ja, ich würde sagen, ich ziehe wieder runter. Ja. Und du drehst, oder? Ich drehe wieder am Rad. Ja. Wie sonst auch. So. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Oh, da kommt ein Vieh. Ja, du bist nicht auf das Vieh, ich mach das hier tot. Ja. Oh, scheiße. Warte, ich... Da ist einer verschwunden. Einer ist verschwunden. Pass auf, irgendwo kommt der. Kommt der, dreht hier raus. Da ist noch einer. Ich muss nachladen. Ich will auch. Ah, hier ist Munition. Oh, da ist noch so ein komisches Dingsbums. Oh. Da oben ist auch. Aufpassen! Okay, tot. Irgendwo da hinten klebt noch einer. Pass auf, er schießt. Ich krieg doch wohl schon mal drauf. Ja, mach das. So. Ja, tot. So, jetzt einfach da hingeguckt. So, hier, Arschloch. So. Ich hab heute richtig schlecht. Ich schlepp den wieder mit mir rum. Hast du Munition und Leben? Also ich bin gelb. Also ich bin blau. Ich jetzt auch. Blau. So. Ach. Ja, müssen wir schon wieder machen, ne? Ja, ja. Also müssen wir wahrscheinlich wieder einmal rumlaufen. Ja. Bin mal gespannt, wie viele jetzt kommen. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann muss ja immer schlimmer werden, ne? Ja, eigentlich schon.
So. So. Ach, da kommt gar keiner. Ja, toll. Wir sind, ja, okay. wir sind voll erwartungs... Oh, ja. Da kommt einer. Hinter mir. Ja. Oh ja. Pass auf. Oh, ist der schnell. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe hier eine Halbleiter aufgehoben. So. Okay. Wir müssen jetzt lang. So, jetzt da durch. Das sieht aber auch nicht viel gesünder aus. Nee. So, komm. Geh schon mal vor. So, ich müsste noch mal ein Medipack nehmen. Ja, mach das. Hallo, ich will runter. Ah, ich glaube, ich blockiere hier wieder alles. Also, es ist sehr blutig hier. Ja, das generell, aber ich komme hier nicht runter. Ah, doch, jetzt. Jetzt? Ja, jetzt bewege ich meinen Hintern. Das dauert ein bisschen. Die ist sehr, sehr groß, die Leiter hier. Ja, oder du warst wieder sehr, sehr langsam. Ja. Ja, du mit deinen alten Knochen. So. Ja, was denn? So, erstmal nachladen. Hätte keine Muni mehr. Ziele. Okay. Können wir hier fliegen? Wie war das mit alt, ne? Ah ja, cool. Es alt? Geht. Was ist denn alt? Ja. Achso, da ist die Alt-Taste. Oh, fuck. Oh, scheiße. Schnell, die geht da durch. Schnell durch. Vor... Passt das? Ja, ich komm schon. Oh. Sehr gut. Ja, ich kann da doch warten. Da ist ein Toter. Ja. Das war mein Bruder. So. Geköpft. Ja, so macht man das. Oh. Der Kopf hängt noch, guck mal. Wo ist er? Ich hab den Kopf abgeschossen. Ah, gut, dass das Spiel ab 18 ist. Ja. Ja, ich gehe wieder vor, ja. Oder was? Ja. Ich habe schon wieder irgendein Monster schreien hören. Oh. Fortschritt wird schon. Fortschritt. Zeit, ja? Ah, das ist schon mal gut. Wow, rechts. Oh. Oh. Lass mal durch, oder? Das scheint zu machen. So, Nachmacher. Ich hab mal ein bisschen Altmetall aufgehoben. Ja. So, wo müssen wir entlang? Warte mal. Ja, genau in die andere Richtung. War hier jetzt noch was? Ein Fahrstuhl? Was ist das hier? Ah, dann ich glaub... Ja, ich will... So. Ich will wieder zuhören. Fällt mir immer so schwer. Navigieren, E aktivieren? Ist das ein Rätsel? Ey, das ist ein Rätsel, das, die Zeit läuft ab, oder was? Hä? Warte, ich glaube, ich habe mich ausgeklickt. Ich glaube, ich habe mich ausgeloggt. Habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Warte mal, also ich drücke jetzt hier E. Ich drücke über den falschen Knopf. Oh, fuck. Ich drücke über den falschen Knopf. Ich weiß gar nicht, was müssen wir hier machen? Was ist das für ein Gerät? Ich glaube, also ich habe die Vermutung, dass wir unsere Dinger... da reinstecken müssen und dann E drücken müssen. Okay, E und dann? Ah, dahin. Okay. Erster, so ein Scheißtrick, so. Nein, ey, gut gelöst. Gut gelöst, Mucke. Ja, ist wie Memory hier. Cool, super. Ich habe mein Gehirn. Ja, was steckt. Passiert jetzt? Ich glaube, das Tor ist jetzt hier offen. Ach, wie geil. Brauchen wir das denn? Ja, das brauchen wir sogar. Boah, was ist denn mit mir heute los, sag mal? Also, das war jetzt nicht schlecht. Ist schon wieder abgehauen? Coole Sache. Da hinten liegt noch was irgendwo, ne? Hast du gesehen? Ja, da. Ja, genau. Gel, ja, kommt dann in meine Haare. Also, dann wollen wir mal hier rein, wa? Jo, also Mucke, Hut ab, hast du super gelöst. Ja, ich kann meine Füße leider nicht abnehmen, aber sonst würde ich es gerne tun, danke. Boah, guck mal, Niveau. Der sieht aber eigentlich ganz schick aus, ne? Ja, so schöne Verzierungen und so. Ja. Ja, und das Licht sieht auch so hell aus. Ja. Ich kann nur mal die Waffe wechseln. R1 und 2. Aber ich habe jetzt hier... Ah. Ja, was? Ich überlege gerade, ach so, da lang. Oh.
Habe ich schon wieder erschrocken hier. Die sieht ja lecker aus. Ja. Ey, das ist ein Makler, oder? Vom, wie die das rangeklebt haben. Mit dieser komische Stein. Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Isaac ist... Hey, Isaac. Isaac? Kawa, was ist da los? Abschalten. Isaac! Abschalten. Hey! Abschalten! Tom, hast du Schallplatte versucht? Was ist denn los? Oh, oh. Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Okay, du hast Hallos. Ellie. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Zu deinem Herzen. Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Ja, Entschuldigung. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuerte. Aha. Oh Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Okay. Heimat der Marker. Jetzt sehe ich mal, wie das aussieht. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Ja. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Oh, oh. Oh, oh. Ja, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark. Komm, ich klatsche sonst eine. Ja. Aber ich finde, ich sehe auch schlecht aus. Also mein Gesicht ist zwar nicht voller Narben, aber diese Augenringe sind ja furchtbar. Ja. Nicht daran, dass du zu wenig geschlafen hast, ja. Mann, du. Werd doch mal, komm zu dir, Mann. Was heißt das hier zur Crew? Ja, hab ich gerade auch gelesen. Also das stand hier hinten. Sind wir jetzt getrennt? Keine Ahnung. Wo müssen wir denn jetzt lang? B, wieder zurück. Was ist denn jetzt hier noch? Das ja? Audio-Nachricht. Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die hier wieder gesoffen kämpfen könnten. Würde ja. Jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott. Unterstützung und unsere Kampfkraft. Er schreckt mich doch nicht so. Keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Ach, guck dir das mal an. Die waren auf der Jagd. Oh. Soll wohl scherzen. Nein, General. Nicht. Hast du Bock auf Sauerbraten? Ich werde Dr. Sergei meine Er wird sie dann briefen. Sie müssen den Verstand verloren. General. Weggetreten. Weggetreten. Wir haben ein schrottreifes. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert, wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Sie müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Aber wie weit fahren wir diesmal? Ja, das frage ich mich gerade auch. Direkt zur Hölle. Ja, anscheinend.